So, jetzt lass mal kurz die Pedale angucken, Chat. Ich muss unbedingt rausfinden, ob die Setups von dir jetzt gut sind. Aber vorher finde ich erstmal raus, was SimJack Pros sind. Und das ist das erste Bild, was wir hier sehen. 200 Kilo Lotel, let's go. Oh, das, ja, okay. Sind das nicht die, was die wir letztens gerade gesehen haben? Sind das nicht die, die wir letztens uns gerade angesehen haben? Die SimJack Pro? Die asiatischen, also nee, die bei Alibaba gekauft wurden? Okay, Verpackung ist billig. Das ist auch wieder so ein Ding geworden, ne? Dass die Sachen alle extra kommen, also die Elektronik. Mit Elastomer sind, da kriege ich immer ein bisschen Schüttel. Du siehst halt schon beim Auspacken, wie teuer das Produkt ist. Siehst du beim Auspacken schon. Also, das meine ich nicht im negativen Sinne, ne? dass sie jetzt irgendwie scheiße sind oder so. Das will ich damit nicht sagen, sondern du siehst einfach das Geld. Mir gefällt die Baseplate, bin ich ganz ehrlich. Die würde ich mir auch, glaube ich, mal zulegen, weil ich habe nämlich keine ordentliche. Aha, jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Bad. Boah, da würde ich, oh, da, oh Gott, da würde ich sofort tilten. Da wäre ich sofort tilt, instant. Würde ich gleich wieder einpacken. Wirklich, würde ich instant wieder einpacken. Oh, das wäre so nervig beim Fahren. Oh, dieses Geklapper. Dieses Geklapper.
Oh, das geht gar nicht. Oh, da kriege ich jetzt schon, oh, da kriege ich jetzt schon Pestilenzen. Nee. Wenn das Pedal zurückkommt und das klickt so, oh, da wäre ich wahnsinnig. Oh, ich meine, wir reden hier von einem Preis, der im Rahmen ist, ne? Also wirklich im Rahmen. Oh, das geht klapper. Oh. Also wenn ich mich recht entsinne, kamen die unter 300 Euro, das also das Pedalset, so wie es da steht. Unter 300. Ich meine, für unter 300, Leute, sage ich, wie es ist, wenn dieses Gewackel nicht drinne wäre, wären das wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, sehr gute Pedale. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass jemand die Elastomer bei den Pedalen anmerkt. Also die sollte man dann wahrscheinlich wechseln. Das Geknacke und Geklapper. Oh. Ich meine, wie ihr schon sagt, für den Preis ist das wirklich gut. Also für unter 300 Euro. Ich bin wirklich gespannt, welcher Hersteller mit einem Namen in dieses Feld irgendwann reingeht. Also bei den DDs haben wir jetzt Fanatec mit 399, was einfach, also ich bin der festen Überzeugung, da könnte ich mich natürlich auch täuschen, die machen da kein Plus dran. Also das fühlt sich an wie ein Abverkauf. Aber welcher Pedalhersteller geht bald rein und bietet diese Preise an? Weil wenn solche Sachen da sind, ne, und wir haben immer mehr solche, ich nenne es jetzt in Anführungsstrichen mal DIY-Pedale, so in der Region, welcher große namhafte Hersteller macht das bald? Ja, aber Nayam, weißt du, also Nayam sind gute Pedale, das ist aber kein großer Hersteller. Also Nayam sind ja mehr oder weniger so ein bisschen in Anführungsstrichen DIY. Was überhaupt nicht schlimm ist, sie tun ihren Zweck, ne? Also
völlig fein, weil irgendwie so Mosa, The Magic, Häusing Welt, VRS vielleicht, Simocube, irgendwie sowas, irgendwer so in die Richtung, der dann sagt, ach, wisst ihr was, ich mache jetzt einfach mal einen Zug auf den Markt und so sieht er jetzt aus. Da warte ich eigentlich aktuell drauf. Das ist aber auch mal eine, also nicht eine Review, aber sehr interessant, dass nicht geredet wurde und alles mit Untertiteln geregelt wurde. Ich muss mir die wahrscheinlich wirklich mal kaufen und ausprobieren, Leute. Um wirklich mal zu gucken, was sie so können.